Es geht um die Preisverleihung am kommenden Sonntag. Werden Sie aus Ihrem aktuellen Buch eine Leseprobe geben? Es ist eine Krankheit und mehr nicht. Agoraphobie. Du kannst dein Haus nicht verlassen. Was machst du nur für Sachen? Du weißt doch, dass du nicht raus kannst. Das haben wir doch schon oft genug versucht. Und dieser Mann, wer war das? Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? 90% der Fällen kennt der Täter das Opfer schon länger. Du musst dafür sorgen, dass eine zuverlässige Wache vor dem Haus abgestellt wird. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Da war noch eine Frau im Haus. Bei so undifferenzierten Aussagen verlieren wir nur an Glaubwürdigkeit. Ich liebe dich. Dein Lächeln erfüllt mich noch immer mit Ehrfurcht. Aber wenn sie wirklich da war, wie ist das dann mit dem Erscheinen und Verschwinden zu erklären? Und dass nur du sie sehen kannst? Vielleicht gibt es so etwas wie Energiefelder, die nicht messbar sind, die aus den Emotionen von Menschen entstehen und bestehen bleiben, irgendwo im Äther. Ich muss die Kontrolle über meine eigene Welt haben.